Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich weiß, man könnte denken, ich bin nackt. Ich habe aber was an, Leute. Und heute beantworte ich ein paar Fragen von euch. Ich teile seit einiger Zeit meine ganzen Lernmethoden und Lernstrategien hier auf YouTube. Habe dieses Jahr ein 0,8 Abitur gemacht und es kamen dazu einige Fragen von euch auf. Natürlich generell zu dem Abitur, zu der Oberstufe, zu der Schule im Generellen, aber etwas zu meiner Person und meinen persönlichen Erfahrungen in meinem Privatleben. Heute werde ich versuchen, so einen guten Mix davon zu beantworten. Ich habe mir wirklich die besten Fragen rausgepickt. Ich habe mich bei Instagram gefragt, was ihr wissen wollt von mir. Da kamen unglaublich viele Fragen. Ich habe mir aber die rausgesucht, bei denen ich denke, das könnten die meisten interessieren. Und es sind irgendwie Antworten, die vielleicht ganz interessant sind und die ihr vielleicht auch nicht so erwartet. Also viel Spaß im heutigen Video. Vergesst nicht zu abonnieren und fangen wir direkt mal an. Hast du schon deinen Führerschein? Ach, diese Frage gibt mir schon ein schlechtes Gefühl. Ich muss dazu sagen, ich mache meinen Führerschein mittlerweile seit über einem Jahr. Okay, Leute, ich habe einfach letzten März, April mit der Theorie angefangen. Habe sie dann so im Herbst bestanden, um 2022. Ich habe einfach sehr lange gebraucht, um mich vorzubereiten, weil ich einfach immer keine Motivation, keine Lust hatte, diese Prüfung zu machen. Und ich glaube, es geht allen so. Wirklich alle Leute, die ich kenne, die Führerschein machen, haben ewig für die Theorie gebraucht, weil sie einfach nicht zur Prüfung gegangen sind. Bei mir war das auch so. Dann habe ich letzten September, Oktober angefangen mit der Praxis. Jetzt haben wir Juni und ich habe hoffentlich bald meine Prüfungen. Das Ding ist halt, dass ich bei einer sehr kleinen Fahrschule bin, wo es nur einen Fahrlehrer gibt und man deswegen teilweise wirklich nur so alle zwei Wochen eine Fahrstunde hatte, was super wenig ist. Normalerweise hat man zwei bis drei eigentlich die Woche und ich hatte halt so alle zwei Wochen, teilweise auch mal zwei, drei Wochen gar keine Stunde. Und da verlernt man das halt und kommt einfach nicht in so eine Routine rein, deswegen ist mega schwer. Und außerdem ist es auch in Brandenburg echt schwierig, einen Prüfungstermin zu finden. Es kann hier teilweise bis zu 6 Monaten dauern, einen Prüfungstermin zu bekommen. Es ist so krass. Und dieser Führerschein, er nervt mich schon. Ich will endlich damit fertig sein, Leute. Ich sag's euch. Deswegen, ich hoffe, dass ich meine Prüfung bestehe. Deswegen rate ich euch wirklich, zieht den Führerschein schnell durch. Also macht sofort die Theorie, wartet nicht lange. Es wird niemals der perfekte Zeitpunkt kommen. Ihr müsst es sowieso irgendwann machen. Und versucht wirklich in der Fahrschule zu sein, wo ihr jede Woche Termine bekommt und zieht es dann durch. Wie haben du und dein Freund euch kennengelernt und Altersunterschied? Also mein Freund und ich haben uns bei Jugend debattiert kennengelernt. Das ist so ein bisschen dieses Academic Rivals to Lovers Trope. Ganz süß, wir haben nämlich gegeneinander debattiert, beim Regionalwettbewerb von Jugend debattiert. Da hatten wir so eine Frage über Demokratie und Losverfahren und so weiter. Ich war da damals pro und er war contra und wir haben dann gegeneinander diskutiert. Und dann waren wir beide tatsächlich so gut, dass wir beide im Finale waren, wo dann die besten vier waren. Und im Finale durfte man sich seine Position aussuchen und dann meinte er direkt so, ja, ich möchte mit Lara debattieren. Und dann haben wir uns halt gemeinsam so eine Stunde lang vorbereitet vor der Debatte und da haben wir uns kennengelernt. Ich möchte über meinen Freund und generell über meine Freunde, wisst ihr ja, nicht so viel hier auf Social Media sagen. Also ich teile ja fast nie irgendwelche Freunde von mir, deren Alter, Name, Wohnort, irgendwas. Aber ich kann nicht sagen, mein Freund ist wieder erwarten jünger als ich. Wie viele Stunden hast du ungefähr für das Abitur gelernt? Ich finde diese Frage super schwierig, weil ich es erstens gar nicht richtig beantworten kann und zweitens, ich auch nicht glaube, dass man sich daran messen sollte. Ich kann euch jetzt es trotzdem mal grob vorrechnen, aber auch da nochmal sagen, warum diese Rechnung wenig Sinn ergibt, sich daran zu orientieren, ja? Man lernt nicht nur aktiv in der Prüfungsphase. Man hat hier die ganzen 2 Jahre Oberstufe dafür gelernt, weil die 2 Jahre Oberstufe sind ja nur Vorbereitung aufs Abitur. Deswegen, da habe ich natürlich immer gelernt. Ich habe immer für die Klausuren gelernt, für die normalen Klausuren. Ich habe für die Tests gelernt, für Vorträge gelernt. Und das sind ja alles Themen, die auch im Abitur rankommen können. Dann habe ich zum Beispiel für Spanisch schon ein halbes Jahr vorher angefangen, jede Woche Prüfungssimulationen zu machen, weil ich hatte das mündlich. Bei Mathe habe ich, glaube ich, so im März, Februar angefangen und im Mai war meine Prüfung. Das heißt, ich glaube, ich habe für Mathe schon am intensivsten am meisten was gemacht, weil bei Spanisch habe ich immer nur so sporadisch was gemacht. Jetzt kommt es für Politik. Habe ich eine Woche vorher ungefähr angefangen, habe aber intensiv auch nur so 3-4 Tage gelernt. Noch weniger, glaube ich, eigentlich. Und bei Englisch habe ich einen Tag vor meiner Abiturprüfung angefangen zu lernen. Also ich habe insgesamt nur einen Tag für Englisch gelernt. Deswegen kann ich euch gar nicht sagen, wie viel ihr jetzt für eine Prüfung lernen müsst. Weil die Sache ist halt, ich habe für Englisch nur deswegen so wenig gelernt, weil ich in Englisch schon ein gutes Niveau hatte, weil ich die Jahre davor immer schon viel gemacht habe. Also ich war auf Sprachreisen, war in der bilingualen Klasse, habe einen Cambridge-Kurs belegt und so weiter. Das heißt, ich habe ja schon gelernt, die Jahre davor immer, und musste deswegen kurz vor der Prüfung wenig machen. In Spanisch dagegen hatte ich vorher wenig Vorwissen und habe deswegen schon ein halbes Jahr vorher angefangen, mich vorzubereiten. Also man kann es wirklich nicht so pauschal sagen. Ihr müsst auf eure Bedürfnisse, auf eure individuellen
Stärken, Schwächen gucken und dann persönlich entscheiden, wie viel ihr lernen wollt. Liest du all deine DMs? Ja und nein. Also ich lese alle DMs, ich beantworte aber nicht alle DMs. Denn die Sache ist, dass ich sehr, sehr viele DMs bekomme und vor allem, ich sag mal, so intensive DMs bekomme. Also ich meine, würde mir jetzt jede Person schreiben, hi, könnte ich voll easy einfach hi auf alle antworten. Aber ich möchte ja auch vernünftig antworten, wenn mir da Leute so einen ganz langen Text schreiben, wo sie ihre ganze Situation im Leben erklären und fragen, was sie machen sollen, möchte ich halt nicht einfach so mit einem Satz antworten und sagen, ja, mach das und das, weil das finde ich auch unsensibel und nicht richtig, weil ich glaube, Leute hören auch auf mich und nehmen meine Meinung dann sich sehr zu Herzen, deswegen möchte ich darüber nachdenken und mich da richtig reinlegen können, das Problem. Die Sache ist aber, alleine, wenn ich schon nur 4 von diesen DMs am Tag bekomme, müsste ich ja schon mindestens 2 Stunden oder so mit den Leuten im Austausch sein und ja, einfach dafür Zeit aufbringen. Meine Zeit habe ich einfach nicht. Ich versuche aber immer auf alle Kommentare unter Videos und unter Instagram und TikTok-Posts zu antworten. Also falls ihr Fragen habt, die für alle relevant sein können, dann schreibt sie am besten unter Videos, weil da kann ich sie beantworten und da sehen sie auch gleich mehrere Leute. Das heißt, mehrere Leute können von dieser Frage bzw. von der Antwort dann profitieren und nicht nur eine Person im Privatchat. Ich schätze es aber wirklich so, so doll, wenn Leute mir antworten und ich glaube, ich bin auch eine Person, die relativ viel antwortet. Also ich antworte sehr, sehr oft, wenn Leute mir auf meine Story reagieren, irgendwas schreiben. Ich antworte fast immer mit einem Herz oder so. Aber wie gesagt, bei den langen Nachrichten bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen und mir zu wenig Zeit dafür nehmen zu können. Und noch eine wichtige Sache, und zwar ganz, ganz, ganz viele schreiben mir Nachrichten, in denen sie mich einfach nur fragen, wie lernst du, wie kann ich bessere Noten kriegen? Auch jetzt schon bei dem Fragensticker für dieses Q&A gab es so viele, bestimmt 20, 30 Fragen, die einfach hätten beantwortet werden können, wenn man auf meinen Kanal geht. Weil die Frage, wie lernt man, ist ganz, ganz groß. Aber ich habe so viele Videos zu dem Thema und ihr könnt das alles angucken hier auf meinem Kanal. Hier sind alle Antworten eigentlich. Deswegen, falls ihr Fragen zu Lernmethoden, Lernstrategien, Lerntipps habt, guckt euch diese Videos hier an. Ich habe so viel kostenlos hier zur Verfügung. Warum hattest du keine 5. PK, also Präsentationsprüfung, im Abi? Ich finde es total krass, wie unterschiedlich das schon wieder in den verschiedenen Bundesländern ist. Denn ich habe letztens mit Laura, also Laura Speyer, wieder auf TikTok gestreamt. Das machen wir so jede Woche einmal ungefähr. Und sie hat mir erzählt, sie hatte zum Beispiel keine Seminararbeit. Und ich dachte irgendwie, eine Seminararbeit ist eine Sache, die jeder hat mit Seminarkurs und so weiter an der Oberstufe. Aber das hatte sie nicht. Und ich hatte dafür eine Seminararbeit. Ich hatte aber keine 5. PK. Ich glaube, sie hatte auch keine 5. PK. Aber es ist halt so krass, dass es immer so anders ist in den Bundesländern. Übrigens, die 5. PK macht man ja zum Beispiel in Berlin und ich komme ja aus Berlin, aber ich habe mein Abitur in Brandenburg gemacht. Und in Brandenburg haben wir eben nicht diese 5. PK, beziehungsweise wir haben sie, aber die ist freiwillig. Und ich habe sie nicht gemacht, weil ich dachte, dass es meine Note wahrscheinlich eher runterziehen würde und mich nicht hochziehen würde, deswegen habe ich die 5. PK nicht gewählt. Aber dazu muss man sagen, dadurch, dass wir nur 4 Prüfungen haben und nicht 5, zählen diese 4 Prüfungen 5-fach. Also die zählen dann mehr. Das heißt, man hat auf jeden Fall auch mehr Pressure, die dann gut zu machen. Ich glaube, ich präferiere aber trotzdem die 4 Prüfungen statt den 5 Prüfungen. Was kann man in den Ferien machen, um trotzdem für die Schule sich vorzubereiten? Ich würde in den Ferien als allererstes erstmal wirklich Pause machen, sich entspannen, runterkommen und die Zeit nutzen, um sich zu regenerieren. Letzte Woche in den Sommerferien würde ich dann nutzen, um die Organisation zu planen. Also, wie möchtest du Notizen machen? Wie möchtest du dich organisieren? Hast du ein Heft dabei? Hast du mehrere Hefte dabei? Hast du einen Ordner dabei? Hast du ein iPad, einen Laptop? Wie machst du das? Du kannst natürlich auch die Schwerpunkte, die Inhaltsschwerpunkte auf den Bildungsserver angucken. Kann man vielleicht mal rüber gucken. Ich würde aber nicht intensiv lernen, weil ich finde, dass es verschwendete Zeit ist, denn die Lehrer müssen es dir sowieso erklären. Und da würde ich eher die Zeit nutzen, um sich methodisch vorzubereiten und sich mental vorzubereiten, um dann durchstarten zu können und nicht sich schon gleich wieder so zu exhausten in den Ferien. Wirst du irgendwann mit deinem Podcast weitermachen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ja einen Podcast und ich lade da aktuell wirklich so wenig hoch. Also wenn es gut läuft, dann mal so alle 2 Monate eine Folge. Das Ding ist halt, früher war das hier ein Mental Health Podcast, wo ich ganz viel über Stress und so weiter geredet habe. Ich bin mir nicht so ganz sicher, inwiefern das weitergeht so mit dem Podcast. Die letzten 2, 3 Folgen waren ja doch dann eher wieder was zum Thema Lernen, Schultipps und so. Und ich hatte da einfach ganz coole Interviewpartner, weil ich mit einigen interessanten Leuten geredet habe und mir dachte, das ist besser auf dem Podcast als auf YouTube, wenn man dann so längere Sachen hochladen kann. Aber der Punkt ist der, mein Ziel war ja immer, auf Mental Health zu gehen in dem Podcast, um einfach so ein bisschen einen Gegenpol zu dem Kanal hier zu bilden, weil hier doch schon ganz viel so auf Erfolg und Leistung und so liegt und ich voll aber nicht so eine Person bin, die das immer preachen möchte. Ne? Also ich möchte ja auch voll sagen, hey, stresst euch nicht so und so weiter. Und das war mal so eine Sache in meinem Podcast. Aber das Ding ist halt, der Podcast ist
für mich persönlich, das ist eigentlich ganz egoistisch, aber einfach schwierig zu machen. Denn der Punkt ist, dass man hier bei YouTube oder auf der anderen Social Media Plattform direkt Feedback bekommt, ja. Also wenn ich Videos hochlade, kommen direkt Kommentare, hey, cooles Video, mir geht's auch so, bei mir war das mal so, bla 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 bla. In dem Podcast wiederum ist es aber so, ihr müsst euch das vorstellen, ich setze mich hin, ich überlege mir eine halbe Stunde, was will ich sagen, ich nehme den Podcast eine halbe Stunde auf, ich schneide eine halbe Stunde und ich bin die ganze Zeit mit meinen eigenen Gedanken. Und bei dem Podcast gibt es kein Kommentarfeld oder so. Das heißt, ich merke nie, was Leute dazu denken, zu dem, was ich sage. Und ich expose mich in diesem Podcast total. Ich rede ganz viel über eigene Erfahrungen, eigene Ängste, eigene Stressfaktoren und so weiter. Ich erzähle da persönliche Geschichten, aber ich kriege nie Feedback, weil es einfach nicht geht beim Podcast. Ich kriege teilweise zwar Nachrichten auf Insta, das ist auch voll schön, aber das ist auch eher verspätet. Also dann eher so 2-3 Wochen, nachdem der Podcast schon online ist. Und das ist für mich eher persönlich total schwierig, wenn ich mich so offenbare, ganz viel von mir erzähle, wie Leute darauf reagieren, wie das ankommt, weil es fühlt sich immer so, als würde ich mich nackt machen und dann so das so umsonst quasi machen, wisst ihr? Ich stecke extrem viel Zeit und Effort in diesen Podcast rein, kriege da aber nichts raus, weil eigentlich ist Social Media ja mein Job und mit zum Beispiel YouTube verdiene ich ja auch Geld, weil man ja bei YouTube auch Werbung schalten kann. Beim Podcast wiederum ist es nicht so einfach. Also ich mache den komplett umsonst. Ist auch überhaupt nicht schlimm, macht ja trotzdem Spaß und ich finde es cool, euch zu helfen. Aber wie gesagt, es ist für mich mental auch ein bisschen schwierig, mich dann da so zu exposen. Deswegen muss ich gucken, inwiefern ich da weiter verfahre. Ich könnte mir nämlich mega, mega gut vorstellen, mit einer anderen Person einen Podcast zusammen zu machen, weil da redet man ja in einem Gespräch zusammen und ist ja zu zweit. Das würde mir, glaube ich, echt viel Spaß machen. Aber dieses so eine Stunde alleine reden über irgendwas und nie wissen, wie das jetzt ankommt, finde ich immer ein bisschen... Habe ich irgendwie ein blödes Gefühl dabei, wisst ihr? Und ich finde, dann sollte man es, glaube ich, eher lassen. Die nächste Frage ist, rauchst du? Und nein, ich rauche nicht. Ich habe noch nie geraucht. Und ich trinke auch nicht tatsächlich. Dann hat jemand ein Bild geschickt bei diesem Fragensticker. Und ich wusste nicht mal, dass das geht. Aber jemand hat ein Bild geschickt von der 1 und geschrieben, meine erste gute Note dank dir. Das freut mich voll. Herzlichen Glückwunsch. Da kannst du mega stolz auf dich sein. Aber eigentlich ist es ja dank dir und nicht dank mir. Du hast ja den Test geschrieben. Ich war nicht dabei. Deswegen herzlichen Glückwunsch. Da hat jemand gefragt, stimmt es, dass man so die Abi-Klausuren erst 10 Jahre später kriegt? Und ja, das stimmt. Man kriegt seine Abiturklausuren einfach wirklich nicht zurück. Und das nervt mich auch so, weil ich mag zum Beispiel so gern nochmal sehen, was ich in Politik oder Englisch geschrieben habe, weil ich mochte meine Texte total. Ich finde, ich habe echt gute Texte geschrieben und ich würde sie so gern nochmal lesen und meine Argumentation verstehen und so. Also ich meine, bei Mathe ist es mir eigentlich relativ egal. Klar, ich würde auch echt gern wissen, was ich falsch gemacht habe oder was meine Fehlerpunkte waren, beziehungsweise was ich richtig gemacht habe. Aber ich würde so gern meine Texte nochmal lesen. Und ich glaube, man kann das machen. Ich glaube, man kann Einsicht anfordern. Wenn man zum Beispiel unzufrieden ist mit der Note, aber das kann ich nicht machen, weil ich habe 15 Punkte in PB und Englisch. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann man auch einfach so Einsicht fordern. Aber ich glaube, dann darf man auch safe keine Fotos machen davon. Also naja, echt schade, ich hätte es auch gerne nochmal gesehen. War dein Abi schwer und was ist drangekommen in deinem Lieblingsfach? Also meine Lieblingsfächer sind tatsächlich Englisch, Politik und Spanisch und ich habe in all diesen drei Fächern noch Abitur gemacht. Und ich hatte dazu aber schon Videos hochgeladen, in denen ich genau erklärt habe, was in meinen Prüfungen rankam. Guck dir das einfach gerne an. So, ist das Abitur wirklich so schlimm, wie alle behaupten? Nein. Ich bin mit relativ wenig Erwartung in die Oberstufe gekommen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie auch noch gar nicht so eine krasse Ambition. Ich weiß sogar, dass ich auf mein Vision Board geschrieben habe, irgendwie mein Ziel ist 1,3 oder so. Oder irgendwie sowas. 2020 war das dann. Also ich hatte nie so die krasseste Ambition auf 1,0 oder sogar 0,8. Ich fand schon die Qualifikationsphasen, also die Oberstufenzeit, schon echt anspruchsvoll. Gerade auch die Klausurenphasen. Und andere Zeiten, wo man super viel machen muss, schon mit ganz vielen Vorträgen, Exkursionen und so weiter. Aber die Abi-Prüfungen an sich, Leute, das ist nichts eigentlich. Das ist einfach eine ganz normale Klausur. Ich fand die sogar richtig cool und chillig, weil man sitzt da so drin, 5 Stunden, kann so sich entspannen, schreiben. Man weiß so, ja, okay, alles zahlt sich aus. Ich habe gelernt, ich kann das jetzt hinschreiben. Und es macht irgendwie Spaß, sein Wissen zu zeigen, finde ich. Also wenn man das halt kann. In Mathe hatte ich jetzt nicht so viel Spaß, wo es ging eigentlich sogar. Aber zum Beispiel Politik und Englisch, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, da zu sitzen und zu schreiben und so diese konzentrierte, aber auch entspannte Atmosphäre irgendwie zu haben. Weil man weiß so, man verpasst gerade nichts, man ist gerade in einem sehr wichtigen Moment drin und ist gerade produktiv und es war eigentlich ein ganz cooles Erlebnis. Und wirklich, die Abi-Prüfungen, es sind nur normale Klausuren. Also ich saß da und dachte mir auch so, das ist jetzt Abitur? Es ist halt wirklich einfach nur eine komplett normale Klausur. Wir haben die auch in einem normalen Prüfungsklassenraum geschrieben oben, also wo wir auch unsere anderen Klausurnummer geschrieben haben. Gleiche Sitzordnung, gleiche Lehrer, Aufsichtspersonen, es war alles normal. Jetzt kommt auch schon die nächste Frage, und zwar, was ich während meiner Abi-Klausur gegessen und getrunken habe. Also ich hatte nur Wasser dabei. Ich glaube, ich hatte
während meiner Matheprüfung auch eine Colaflasche dabei, aber ich habe sie nicht getrunken. Dann hatte ich immer ganz viel Gemüse und Obst dabei. Meine Mutter hat mir immer so eine riesen Brotbox mit Obst und Gemüse gemacht. Brot hatte ich dabei und immer noch so ein bisschen Schokolade, Süßigkeiten. Ich habe aber in den Prüfungen gar nicht so viel gegessen. Ich habe in meinem Vorabi viel gegessen, weil ich da sehr viel Zeit hatte noch. Und ich hatte immer Angst, dass ich so knister, wenn ich irgendwas auspacke oder so. Deswegen habe ich mich gar nicht getraut, so viel zu essen. Aber ich fand es schon sinnvoll. Ne? Also ich hatte, ich meine, man sitzt halt so 5 Stunden. Also ich hatte auch schon Hunger, habe auch schon was gegessen. Ich persönlich würde halt kein, wie sagt man das so, Traumzucker nehmen. Ich würde auch nicht unbedingt Kaffee oder Cola trinken, wenn ihr das sonst nicht macht. Aber ich bin auch kein Ernährungsexperte. Das ist einfach nur meine persönliche Meinung und Erfahrung. Bin in Mathe auf einer 5, was soll ich machen? Erstmal richtig cool, dass du das schon so erkannt hast und motiviert bist, das zu ändern. So, ich habe 3 wichtige Schritte für dich. Zum einen würde ich zum Lehrer gehen und fragen, ob er weiß und dir helfen kann, was deine Problembereiche sind. Er kann dir bestimmt helfen und dir schon mal sagen, und er weiß, du möchtest dich anstrengen und hat dich schon mal so auf dem Schirm, vielleicht für eine bessere Mitarbeitsnote oder so. Dann würde ich mir die Basics angucken. Das ist in Mathe nämlich extrem wichtig. Du musst die Basics können. Ich konnte es auch eine lange Zeit nicht. Das war auch mein Problem, eigentlich immer in der Oberstufe dann, weil ich einfach nicht so Äquivalenz und Formung, Bruchrechnung, Prozentrechnung. Das waren die Sachen, die mich immer rausgeholt haben. Und drittens, ich würde mir nochmal den ganzen Stoff, den du jetzt hattest in der Klasse, angucken und ihn grundlegend verstehen. Dafür kannst du zum Beispiel dir diese Kochrezepte aufschreiben, die ich auch immer zeige. Ich habe schon ein ganzes Video gemacht mit Tipps für Mathe, guck dir das am besten mal an. Da habe ich nämlich gezeigt, wie man jetzt diese Kochrezepte schreibt und warum sie mir extrem geholfen haben. Das war's mit den Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, bleibt gesund und fröhlich und happy. Bis bald. Bye, bye.